Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir spielen, ja, TDM, bereichssichern, auf der Map Haus. Bam, bam, bam. Ah, ich will den Puls mal zeigen. Oder? Ja, wir haben ja nur die zwei. Ach komm, ich nehme den... Oder? Ich nehme den Doc. Ich nehme den Puls. Das ist nämlich der hat nämlich dieses, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gesehen, dieses Radar. Ups, ich muss mal ganz kurz den Laptop. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz den Laptop an Strom an. Packen Sie an. Nur noch 5%. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. So, die kommen von. Stacheldraht verlegt. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich muss kurz nachladen. Gerät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Na, doch nicht hier drin sein. Missionszone nicht. Das ist eine Katastrophe, die hier drin zu haben. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ah, super. Nur noch 5 Sekunden. Ich habe hier noch ein bisschen was ich verbauen kann. Wo kann ich das anpacken? Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ja, das haben wir doch schon gehört. Von da. Wetten, dass ich wieder als erster sterbe? Ich bin tot. Warte mal. Ah, scheiße, ich kann die Spritze nicht. Ah, nee, ich war Puls. Ach, verdammt, ich war ja gar kein Medic. Ah, wie doof. Mann, wie doof. Ja, das wäre jetzt meine Chance gewesen, dem zu helfen. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Okay, das verlieren wir eindeutig. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Ach, so scheiße. War gerade geistig verwirrt, was ich war. Oder was ich bin. Geht's los? Ich habe nämlich komischerweise das Problem, dass ich öfters mal übelst in den Ladebildschirm wie jetzt gerade hängen bleibe und dann teilweise ist die rote Runde schon gestartet. In diesem Bildschirm zum Beispiel. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Das hatte ich mich in der letzten Runde.
Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Und wenn er runterkommt, dann sind die im Keller. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Wie geht's in den Keller? Ich hör die doch hier. Bis zum Einsatz. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Hallo? Wieso bin ich jetzt tot? Wie? Alter, ernsthaft, war der hinter uns? Wo kam der denn her? Das ist ja mies. Ich dachte, ich mach's ganz schlau und schmeiß da so ein Beobachterding rein. Super, sie ist selber Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Links von dir, links von dir, links von dir. Links. Da ist noch einer. Links von dir. Sag ich doch. Eigener Trupp getötet. Sag ich doch. Scheiß Stacheldraht, das hemmt dich so. Gut, dann probieren wir es jetzt mal. Barrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Zugangssperre angebracht. Lasse dort Schutzplatten werden eingesetzt. Gerät ist platziert. Das Gerät ist in Position. Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ich habe mich jetzt nur mal auf die Drohnen hier konzentriert. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Ganz schön mutig, was ich hier mache.
ganz schön mutig und dumm, was ich hier mache. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Die Vermutung, dass der... Ich wusste es. Seht ihr, jetzt habe ich mich... Kommt das her? Da. Jetzt musst du aber... Vielleicht zu früh wahrscheinlich. Haha. Das war aber doof. Verletzungsassistent, okay, ist gut. Unsieg, ja, Eliminierungsassistent, ja. Ja, okay. Aber ihr habt mal gesehen, dass ich mich selber heilen kann mit R1. Das ist doch schon mal was. Ja, war eine kurze Runde, mein Lieben. Wir machen eine kurze Pause und ich hoffe, die nächste Runde wird besser. Ach nee, wir haben noch eine Runde. Entschuldigung. Ich dachte, wir hätten... durch, weil da irgendwas von Sieg stand. Ich bin verwirrt. Also, wie übel ich. Entschuldigung. Ich bin schon gewundert, dass wir so schnell durch sind. Gut. Ja, wir müssen jetzt gewinnen. Sonst haben die anderen gewonnen. Ach logisch, wir müssen jetzt gewinnen, sonst haben die anderen gewonnen. Wir müssen jetzt diese Runde gewinnen, sonst haben die anderen das ganze Game gewonnen, die ganze... Ja, wie nennt man das? Game? Nee. Runde ist ja das, was wir jetzt gerade machen. Wie nennt man das Ganze? Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall schon mal das Bio-Ding da, Bums, da gefunden. Es ist oben. Es ist immer oben. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ist da ein Jammer oder? Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Ich bin übrigens der Meinung, dass eine Runde länger gehen sollte. So eine Minute länger wäre ganz cool. Sieht's aus. Streusprengsatz eingesetzt. Jage Streusprengsatz hoch. Elektronische Kette aktiviert. Wenn es eine Weile hat, dann finde ich es. Was ist denn das Ding? Das ist genau über mir. Kann ich das nicht da dran packen? Sprengbereich räumen. Verstehe ich nicht. Ich geh mal nach oben, sonst ist ja hier nichts los. Ach, da war ein Jammer drin, das. Lademagazin! Alter, ernsthaft?
Alter Schwede. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, guckt euch mal das scheiß Aim an. Alter Schwede. Okay, ich nehme die Runde. Die war gut gerade. Boah. Ich bin in den Raum eben rein und dachte erst, es wäre einer von meinen. Boah. Das war gut. Das war eine richtig gute Runde gerade. Jetzt muss man das Spiel gewinnen. Wer jetzt gewinnt, wir sind aber wieder Angreifer. Also verstehe ich nicht, warum die das jetzt nicht switchen, warum die schon wieder Verteidiger sind. Im Match, in der Matchballverlängerung. Oh, I'm so excited. Ich war eben echt so richtig, ich habe so richtig die Luft angehalten. Mir ging so das Adrenalin. Adrenalin durch den Körper, das war gerade so böse. Das war gerade richtig übel. Ah, verdammt. Ich habe den Jammer zu spät gesehen. Die sind unten Erdgeschoss auf jeden Fall. Oh ne, die haben da nur den Bereich gesaved. Okay, wo soll das sein? Noch 10 Sekunden. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 5 Sekunden. Der ist unten. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Da geht's lang. Ach, ich dachte eben, da war einer, aber es war nur... Es war nur der Ventilator. Spezielle Ladung. Oh, nice. What the fuck, wo kam der her? Wo kam der her? Ach, war da. Scheiße. Ah, das war doof. Ich hätte mich... Das sind so die Kleinigkeiten, die ich unbedingt mir noch... Jawohl. Yeah! Gewonnen. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich mir noch angewöhnen muss. Ich war zu doll am Fenster. Also ich hing da am Fenster dran. Ich hätte sofort runter gehen müssen. Aber wir haben die Runde mit dem Comeback-Sieg. Yay. Nice. Schön. Das sieht doch mal besser aus als letzte Runde. Wird leider nicht die Gewohnheit. Du levelst hier extrem schnell. Also wirklich ganz, ganz schnell. Als ich vorhin angefangen habe, war Stufe 7. Gut, meine Lieben, wir machen eine kurze Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.